Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu Raft. Mit dabei ist natürlich der Yogi. Hallo. Hallo. Und wir begrüßen euch zur letzten Episode des Jahres. Wenn ihr sie denn zum Release anschaut. Release Party. Machen wir heute Feuerwerk oder machen wir nächstes Mal Feuerwerk? Dazwischen machen wir Feuerwerk. Okay, dann sieht's keiner. So, natürlich, ich hoffe, es geht euch immer noch gut. Ich hoffe, ihr freut euch auf, wenn ihr es denn zum Release guckt, morgen oder je nachdem. Unser Plan ist, hier erstmal abholzen, neu bepflanzen und dann unten alles bauen, was mit Küche und Lagerraum zu tun hat, damit wir das endlich abgeschlossen haben. Weil dann ist unser Raft soweit fertig. Nächstes Ziel. Ja, aber kann ein Raft jeweils fertig sein? Nein, nächstes Ziel wäre dann wieder hier die großen Lagerräume. Die großen Lagerräume und die alle schön voll natürlich auch. Also, damit wir einfach für Chapter 3 vorbereitet sind. Ich habe das ganze Wasser weggekippt. Naja. Aha, wir können ja hier oben Wasser holen. Sollte zumindest gehen. Wie gut. Ich denke da nie dran. Ja, würde ich aber auch nicht tatsächlich. So, und langsam füllt sich unten wieder unser Holz- und Blättervorrat. Wir haben Millionen Bananen. Ich hoffe, es gibt viele Rezepte für Bananen. Ich wäre für so eine Energieregel, wo einfach so, keine Ahnung, ein ganzes Leben voll ist, dafür 20 Bananen kostet. Aber dann kannst also du auch nicht mehr aufs Klo gehen. Ja, ich ernähre mich gerade eh nur von Bananen. Ich glaube, das würde nicht mehr viel ändern. So, und dann gehen wir jetzt mal wieder ein bisschen auf Kartoffel- und Rübenfortschritt, würde ich sagen. Der Deutsche braucht seine Kartoffel. Damit wir das halt wieder ein bisschen auffüllen können. Oh, du verlierst schon die ganzen Sachen bei dir. Gar nicht wahr. Ich spiele Amazon Warenlager zu Weihnachten. So, gleich ist meine Axt aber auch kaputt. Ich hab dir zwei gegeben. Ich weiß. Es braucht einfach so viel Holz, diese ganzen Bäume zu fällen. Deswegen würde ich jetzt erstmal ein bisschen auf das nicht unbedingt Bäumige gehen. Hier zum Ernten, oder? Ja, ich bringe mal ein bisschen Holz weg, beziehungsweise ich... Keine Ahnung, ich bringe Bananen weg. Ja, wir brauchen hier oben auch noch eine Kiste, glaube ich. Wo sind aktuell die Bananen? In der Küche. In der neuen Küche. Ja, kann ich mitbekommen, dass du hier schon sowas gebaut hattest. So, den Biotreibstoff kann ich auch mal hier lassen. Wir haben doch bestimmt auch hier eine Kiste, ja. Ja, links neben dem Aufladegerät. Da müssen wir auch gleich mal die ersten Batterien reintun. Also der Vorteil ist wirklich, Holz haben wir jetzt erstmal keine Probleme mehr. Ja, das ist doch schon mal gut. Das ist doch schon mal gut. So. Ja, wir fahren auch nicht mehr, wir haben keine Energie mehr. Wirklich, die Batterie wird einfach an dieses Ölfass unten gelegt. Na, ich habe dein Zeug aufgesammelt soweit. Interessant, die eine Batterie war noch voll. Das heißt, unser einer Motor macht nichts. Wahrscheinlich war es deswegen auch so langsam. Was war das denn? Das ist der Hund, der knurrt, weil draußen irgendwie rumpöbelt. Lilly, 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 alles gut, alles gut. So.
Also ich lade auf jeden Fall gerade Batterien. So, gut. Ich kann mir halt vorstellen, irgendwie, dass das Schiff sagt, gut, ich brauche nicht die Power von 4 Motoren, sondern 3 reichen mir aus. Aber gedreht haben sich ja alle, also ich weiß es nicht. Ja, vielleicht haut es noch nicht ganz hin, das kann ja auch sein. Sehr mysteriös alles. So, jetzt ist die Frage, wo habe ich die ganzen Kochsachen hingeschmissen? Die würde ich nämlich dann erstmal gerne hier rüberholen. Wo ist denn zum Beispiel die Küche hin? Ich habe die irgendwo hier gesehen. Ja, ich habe sie hier gefunden. Hui! Aber die würde ich nämlich gerne erstmal platzieren. Schön mit dem Ausblick hier raus, würde ich sagen. Wobei es tatsächlich in die Richtung mehr Sinn macht, dann könnte ich da an der Wand die ganzen Rezepte auch platzieren. Oder eher hier sogar Richtung Eingang. Ach, ich kann mich da immer nie entscheiden. Da musst du die Entscheidung mal treffen. Das ist ja ganz klar. Oh, schade. Was denn? Ha? Ja, doch, es könnte gehen. Was denn? Was machst du dann? Ja, das verrate ich dir jetzt nicht. Ja, okay. Das verrate ich dir doch nicht. 5. Erstmal alles hier hinmüllen, bevor ich die Küche richtig eingeräumt habe. Also das, das ist. So, und alle verschiedenartigen Rezepte, die wir haben, kommen jetzt hier an die Wand. Die würde ich auf jeden Fall nochmal machen. Fischeintopf, ein Pilzomelett, Gemüsesuppe und ein Lachssalat. Wir haben schon ordentlich Rezepte hier. Sollen wir die anderen Rezepte aufheben oder einfach alles weghauen, was wir nicht brauchen? Können wir eigentlich weghauen. Also jetzt, wenn wir die auf jeden Fall auch safe abnehmen können, warum nicht, ne? Ja. Wir fahren auch nicht mehr Richtung Süden, gell? Wir fahren wieder Richtung Norden.
Das läuft ja gut. Irgendwie so. Scheint das hier auch ein bisschen verbuggt zu sein, alles. Ja, wir haben Motor nicht an, deswegen fahren wir nicht. Oh, die Batterie hat sogar Anzeigebalken. Also das Ladegerät. Das ist gut. Schrott. Plastik, Plastik. Steine. Also mal gucken, ob uns drei Motoren reichen. Ja. Sieht so aus. Jut, jut, jut. So, hier. Jetzt brauchen wir im Prinzip noch mehr Kisten. Ich brauche Lagerraum hier hinten. Vorne am Ausgang kommt gebratenes Essen hin. Dann kann man, wenn man was will, hier die direkt abgreifen. Irgendwo waren noch Pilze. Wie war die Reihenfolge? Da jetzt? Ich bin gespannt, was du da anstellst. Haben wir die Bären eigentlich für irgendwas? Ja, fürs Dessert. Oh, das mache ich so gut. Dann ist das hier meine Früchtesalatkiste. Du spielst Weihnachtslieder. Nein. Natürlich spielst du Weihnachtslieder. Das heißt, du machst quasi nichts gerade. Komm mal zum Klavier. Ich spiele dir was vor. Sag Bescheid, wenn du neben mir bist. Ich sehe nämlich nichts. Ich bin neben dir. Okay. War das nicht schön? Naja. Das sind extra die hier. Geübt. Okay, das sind die hier. Geht mit den Tastaturen, alles klar. Bis wohin geht's? Bis zur Null, also die gesamte. Das Problem ist, ich hab kein wirkliches Taktgefühl. Nein, das ist nicht die 3, das ist die 3. Ich bin viel besser als du. Ich will jetzt das hier hinten endlich fertig haben. Das nervt mich. Warum liegen hier zwei rohe Rüben und eine rohe Kartoffel? Wahrscheinlich habe ich die verloren. Ab aufs Feld damit. Ich will endlich diese Küche fertig haben. So, hier habe ich auch noch Essen reingeschmissen, oder? Genau. Überall ist das Essen drin, Krian. Überall. So, das ist ein Seil. Wir brauchen unbedingt größere Kisten. Mission accepted. Ja, aber mach erstmal hier das Lager fertig. Was mache ich denn am Lager? Du sollst es doch machen. Ach so, sag das doch. Hab ich doch, bevor wir aufgenommen haben. Nein. Ja, schon.
Nein. Das kann doch nicht sein. Oh, gab's hier nicht einen Wels? Jawohl. Da ist ein Wels. Oh, Scheiße, mein Seilrutsch und Werkzeug ist schon wieder im Arsch. Du machst nichts, du hast nur Spaß. Und ich schmelze dir alles ein. Jetzt aber hier, guck mal. Lecker, lecker, lecker. Zack, zack. Und los geht's. Köchel, mein Freund. Köchel. So, da kommt Gebratenes rein. Das ist auch gebraten. Und natürlich habe ich nur Spaß. Ich bin zum Spielen hier, Krian. Schaff was, Jung. Niemals. Nicht mal ein Bolzen hat er hier noch übrig. Verdammt, so. Ich hätte auch eine Kartoffel reintun können. Naja, egal. So, jetzt kommen wir wieder zurück auf die Seilrutsche. Und go! Ja, Bananen ohne Ende essen hier. Ja, freut sich auch die ganze Zeit. Die sind nahrhaft. Man muss sich nur selbst einreden, dass die nahrhaft sind, dann sind die auch nahrhaft. Das ist gar keine Diskussion. So, dann können wir uns jetzt mal dem Lager widmen vielleicht. Das wäre gar keine schlechte Idee. Brauchen wir die Bananen für irgendwas zum Kochen? Nö. Die sind wirklich rein roh. Kann man die vielleicht grillen oder so? Nein. Wäre schon cool. Hui! Ich habe was für dich. Eine rote Beere für deine Küche. Hier. Danke. Und bitte sehr. So, bis wohin darf ich denn für mein Lager gehen? Ich würde sagen, wir machen noch einen schmalen Gang oder einen schmalen Raumabgrenzung zum Motorraum hin, oder? Ja, dass wir sozusagen hier auf, also das eine hier abgrenzen. Oder wir machen hier dicht an dicht und machen hier einfach eine Tür rein. Hier Tür und hier dicht an den Motor ran Wand. Ginge auch. Dann hättest du halt relativ viel Platz für dein. Für das ganze Lager. Das ist ja nicht nur dein Lager. So ist es ja nicht. Naja. Ich will dir nur eine Aufgabe geben. Also, ich kann hier rechts daneben schon mal keine Tür bauen. Das ist bescheiden. Aber ich störe, dass die Kiste wahrscheinlich eher ist. Da muss die Kiste erstmal weg. Da ist eh nur Krimskrams drin. Lalalalalala. So. Ein Pass. Nimm mal die Fackel da auch mal weg. Also ich habe jetzt überall Bananen gefühlt. Ich habe oben eine ganze Kiste voller Bananen. Ich habe hier eine Kiste voller Bananen. Ja, hast du Hunger auf Bananen? Das ist nicht mehr normal. So. So, das ist fertig. Dann können wir jetzt hier das hier nehmen. Oh, lecker Essen hier. Jappi, jappi, Krian kriegt Chappi. Das geht hier in die Kiste rein, das lecker Essen. Da hat Yogi keinen Zugriff drauf. Was? Tür, Kisten, was? Früchtekompott. Aber ist ein bisschen dumm zu bauen, ne? Ja. Gebe ich ja zu. Ist ja okay. Schnauze da draußen, Kind. Ach, da muss ich auch noch hingehen. Das. Ge-
Kinder schlagen. Nee, das Hühnchen da um unseren Dodo. Die ganzen Eier einsammeln. Wir hatten ja mal so viele Eier. Danke, Eier, du seltener Eier. Odo. Wir brauchen Eier. So, Batterien auffüllen hier. Ja, ich brauche zwei Sets an Batterien. Das war da immer ganz entspannt austauschen können. Ich meine, dass hier unten bei dem Motor eine fehlt. Ja, die hier fehlte. Ja, aber die brauchen wir auch nicht zum Fahren, also daher. Für die Optik okay. Nee, dann nehme ich die erstmal mit und tue sie oben bei den. Wir haben eine Insel vor uns links. Aber die sollte man zumindest sollte man einen Schatz mitnehmen. Vor allen Dingen ist die groß, das wäre auch ein Screecher-Ding. Oh ja, das natürlich dann auch. Bringen wir auch um. So ist es ja nicht. So, Pilze und Eier hier rein. Das köchelt noch vor sich hin, sehr gut. Bananen. Bananarama. So, das ist dann im Prinzip die Küche ab sofort hier. Das ist doch schön. Brauchen noch mehr Feuer zum Grillen. Würde ich erstmal warten. Wir haben keinen Ziegenbock. Doch, du hast einen Ziegenbock, hast du wieder, gell? Ja, den habe ich ja eingefangen. Genau. Den alten Satansanbeter. Dann brauchen wir einen Eimer. Brauche ich drüben Kram zu. Da. Ich lenke uns mal Richtung Insel, gell? Sounds like a plan. Viel sanft ist da nicht. Einmal hart. Kotze ich dir erstmal hier auf den Boden. Du kannst dann quasi auch gleich Motor ausmachen. Sag Bescheid, ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Ich bin bereit, ich bin bereit. 3. Motor. 2. 1. Aus. Ich drehe jetzt hart rum. Ja, kannst ausmachen. Und ob wir bei der nächsten Episode schon in der Lage sind, die Insel zu looten oder hier noch am Rumbauen sind, seht ihr erst beim nächsten Mal. Bis dahin, vielen Dank fürs Einschalten. Euch natürlich ein frohes neues Jahr, also einen guten Rutsch, genauer gesagt. Den frohen neues Jahr gibt es das nächstes Jahr. Bis ist dahin, guten Rutsch. Alles Gute und auf Wiedersehen. Tschüss.